You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Na prima, es ist passiert. Ich bin Übker bei der toten Frau. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? Oh Gott, was? What was that? No, it just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. Aber was ich fragen wollte, sind zwei Sachen. Und zwar, das erste wäre, als man zum Simon Version 3.0 wurde und Simon 2.0 noch da rumsaß und noch was gesagt hat, was habt ihr dabei gemacht? Also habt ihr ihn abgeschaltet, also seine Batterie leer laufen lassen schnell, oder seid ihr einfach gegangen? Ja, also ich habe ihn abgeschaltet. Ohne, ja, ohne die anderen beiden? Ebenso. Bevor wir sagen, warum, die anderen beiden, was habt ihr gemacht? Ich habe auch abgeschaltet. Ich habe dann auch abgeschaltet. Ich habe auch abgeschaltet. Sehr interessant, dass wir alle auf den gleichen Konsens kommen. Jetzt würde mich interessieren, warum habt ihr das gemacht? Ja, ich dulde keine anderen Kopien neben mir. Okay. Den Grund hatte ich nicht. Autokratisch. Ich habe einen anderen Grund. Nee, ich hatte auch einen anderen Grund natürlich. Nee, weil einfach, weiß ich nicht, weil ich hatte Probleme, mich, also ich meine, ich kann mich da relativ gut reinversetzen, dass ich tatsächlich dann, ich habe ein Problem damit drüber nachts, oder ich habe ein Problem mit dem Gedanken, dass mein Verstand in mir existiert, aber gleichzeitig noch in einer anderen Person und dann eben diese Divergenz stattfindet und der sich in eine andere Richtung entwickelt als ich, und ich habe keine Kontrolle darüber, wohin sich mein Verstand in dieser anderen Person entwickelt. Das finde ich gruselig. Ja. Das ist dann aber vorausgesetzt, dass das dann immer noch dein Verstand ist. Also das ist ja immer, ne, wenn das Bewusstsein nicht deines ist, ist es dann wirklich noch dein Verstand, nur weil er auf deinem basiert. Ist ja immer noch ein Unterschied. Das sind meine individuellen Erfahrungen. Und vor allem aber ab dem Punkt dann halt auch nicht mehr. Nein, genau, das meine ich ja. Und ab dem Punkt. Aber sie basieren halt nur auf deinen. Ne? Das hat ja, aber Simon auch gehabt, das Problem, dass er dann meinte, so, okay, was bin ich jetzt? Also das ist so eine eigene Identitätskrise dieses Klons im Grunde. Dass so, ich basiere auf jemand anderem. Was bin ich dann eigentlich? Bin ich dann überhaupt irgendjemand oder bin ich gar niemand? Oder bin ich erst jemand ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr nur auf den Erfahrungen basiere, die diese andere Person erlebt hat? Oder bin ich davor eigentlich auch schon jemand? Dazu müssen wir ja auch erstmal definieren, was ist eigentlich eine Person. Eben, das ist bei uns ja auch sehr, sehr schwierig, weil das können wir eigentlich gar nicht wirklich. Ja. Also gut, was macht die Person zur Person schon? Ja, aber was ist schon definiert, was ist philosophisch, Person? Aber. Also was macht eine Person zur Person? Da sagt man, das ist das Du, das Gegenüber. Dadurch, dass jemand anderes dich reflektiert, also ne, agiert mit dir, reagiert auf dich. Das macht dich zu einer Person. Was macht dich zu einem Menschen ist, dass du reflektionsfähig bist, dass du deine eigenen Aktionen und Reaktionen und Gedanken reflektieren kannst, also darüber nachdenken kannst, warum hast du das gemacht und so weiter. Das macht dich zum Menschen. Dann ändert sich die Fragestellung, was macht dich zu einem Individuum? In dem Sinne, dass sobald eine Kopie von dir erstellt ist, bist du theoretisch kein Individuum mehr. Jetzt mal von der Theorie ausgehend, dass die Kopie sich auf exakt demselben Erfahrungslevel befindet wie du. Ja? Dann bist du beziehungsweise der Begriff des Individuums sowieso ein bisschen hinfällig. Da also bei uns menschlich gesehen, da muss ich jetzt ein bisschen biologisch werden, ist es ja so, dass wir eigentlich bei allem, was wir lernen, bei jedem einzelnen kleinen, bei jeder kleinen Erfahrung, die wir machen, uns verändern. Das Gehirn wird umgeschrieben dabei. Und vor dem Lernen ist man jemand anders als nach dem Lernprozess. Das heißt, auch wenn du dich jetzt hinsetzt und irgendwie, keine Ahnung, du lernst etwas über irgendwelche medizinischen Verfahren oder sowas, was dich interessiert, dann bist du vor diesem Lernprozess jemand anderes, als du danach bist. Natürlich, weil das Gehirn sich physisch Weil das Gehirn strukturiert sich physisch um. Das ist wirklich physische Manifestation, die kann man auch messen, die kann man auch darstellen. Und das ist eigentlich sehr interessant. Damit ist eigentlich dieses Individuum, wenn man das nämlich jetzt erweitert, gar nicht mehr so wirklich da. Denn wenn du mit jemand anderem redest, dann passiert das Gleiche. Weil du tauschst ja auch Erfahrungen aus, du redest mit jemandem, du tauschst Meinungen aus und sowas.
Und da wirst du auch umstrukturiert. Da strukturierst du dich genauso um, weil du die mit deinen in Verbindung bringst. Trotzdem hast du ja als jetzt auf Simon bezogen das Problem, dass du dich als Individuum fühlst. Ich meine, jetzt gerade zum Ende, ja, der eine bleibt unten auf dem Sessel, der andere reist auf den Mond und hat sein Paradies quasi. Und das ist in dem Moment einfach... Ja. Ja, ne? Mehr auf dem Satelliten? Ja, ja, meine ich ja. In der Sonne. Richtung Mond. In der Sonne. Ja. Nee, aber das ist, was ich damit sagen will, das ist halt das Unfaire daran. Ne? Das ist... Da kannst du ja... Ja, ein bisschen. Aber fühlst du dich als Individuum, weil du einfach nur allein in deinem Kopf bist oder aus einem anderen Grund? Aber es ist ja im Endeffekt, genau das, was Catherine gesagt hat. Es ist dieser Cointoss und den hat man halt verloren. Ja. Der Simon, der unten geblieben ist. Hm. Und der andere hat eben quasi. Aber das Problem ist ja, das ist ja eigentlich auch eine Third-Person-Perspektive. Eigentlich gibt es keinen Cointoss. Wenn du dein Gehirn kopierst, dann bist du immer noch der. Da gibt es keinen Cointoss. Du wachst niemals als der andere auf. Deswegen meine ich ja, was Catherine sagt. Aber aus einer dritten Perspektive her, wäre es ein Cointoss, dann ist es. Du weißt ja nicht, wer sein wird oder wie sich derjenige fühlt. Die fühlen sich ja beide als dieser Person. Eben. Also, dieser Cointoss ist eigentlich eine sehr gekünstelte Perspektive, eine sehr gekünstelte Ansicht, die eigentlich gar nicht existiert. Naja, aus der dritten Perspektive tut sie das. Auch nicht wirklich eigentlich, weil es ja so ist, dass beide sich als diese Person sehen, so oder so. Also es gibt da keinen wirklichen Unterschied eigentlich. Das ist mehr so eine Art, so eine Mechanik des Spiels, dich darauf aufmerksam zu machen, dass da ein Unterschied eigentlich besteht. Aber es gibt diesen Cointoss eigentlich nicht. Das geht nicht. Weil wenn du dich kopierst, du bist immer noch im selben Körper. Du wirst nicht einfach woanders aufwachen. Der andere wird aufwachen, ja. Also es gibt dann noch jemanden, noch etwas, das dort weiter existiert und das diesen imaginären Cointoss gewinnt. Aber es gibt diesen Cointoss eigentlich nicht, weil du wirst trotzdem immer derselbe bleiben. Und das ist halt das Problem, warum es die Leute umgebracht haben, weil sie das eben nicht sein wollten. Pardon für diesen Affront. Ja, so jetzt mal so mal wieder zurückzukommen zum Grund, warum wir auch abgeschaltet haben. Also bei mir war es auch weniger halt auch die Tatsache, dass halt auch eine Kopie von allem existiert. Das fand ich in der Hinsicht halt auch nicht so schlimm, weil, ja doch, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, das halt letztendlich sich ab dem Punkt der Kopie dann ja wieder in zwei Richtungen entwickelt und dann letztendlich wirklich völlig anderer Verstand letztendlich bei rumkommt, der halt vielleicht auf dem einen basiert, aber letztendlich sich anders entwickelt. Mhm. Nee, ich hatte einfach in dem Moment so ein bisschen Art Mitleid mit dem, weil er Simon 2.0 halt einfach zurückbleiben musste. Niemand zu kommunizieren hat, da man ja halt auch Catherine mit dem Omnitool halt auch mitgenommen hat. Ja. Und ansonsten in der Umgebung, in dieser überlebensfeindlichen Umgebung, werden ja auch die Chancen jetzt auch nicht so gut gestanden. Genau das habe ich aber auch gedacht. Ja. Ich habe mir gedacht, so, oh Scheiße, jetzt sitzt der hier und wacht dann, was weiß ich, wie lange später auf, ist ja im Grunde egal. Der ist ja praktisch ewig leben, solange die Batterie hält. Aber er wacht dann hier auf, in dieser Hölle, aus der ich gerade rausgekommen bin. Weil man ist ja dann abgehauen, der Tor ist zugegangen und war zum Glück das Vieh weg. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt lasse ich die arme Sau hier sitzen und dann steht er irgendwann auf, ist total verwirrt, wo alle hin sind, niemand ist da. Er ist praktisch in vollkommener Dunkelheit gelassen, auch im übertragenen Sinne. Mhm. Und hat dann mit diesem Vieh hier zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, so nee Leute, das kann ich nicht machen. Das war einfach nur eine Art Mercy-Kill im Grunde. Und zum Glück hat er es ja auch nicht mitbekommen. Mitleid mit ihm, ja, eben, das ging mir genauso. Ich hatte echt einfach wirklich Mitleid, ja. Ich hatte einfach, ich wollte nicht, dass er so leben muss. Weil er konnte ja nirgendwo hin. Er konnte zurück, ja. Da waren auch die Höllenroboter überall und die ganze Hölle noch am Dampfen. Nicht wirklich geil, ehrlich gesagt. Theoretisch aber, später gab es ja noch die Möglichkeit, meine ich, genau, hätte, da müssten wir jetzt ganz zum Ende ganz kurz springen, ist ja Catherine ausgebrannt. Durch eine übermäßige emotionale Reaktion, womit dieser Cortex-Chip nicht klar kam. Und da habe ich mir gedacht so, hättest du Idiot doch mal das Maul gehalten. Wirklich so, weil hätte er sie nicht dazu gebracht, auszubrennen durch diese starke emotionale Reaktion, was ja praktisch den Cortex-Chip zerstört hat und damit den Rest ihres Verstandes zerstört hat, also dieses Muster, hätte er sie doch selber transferieren können. Ich meine, gut, es wäre auch wieder eine Kopie und so, aber es gab ja noch einen Körper da. Sein Körper war doch noch da, der war nur leer. Den hätte er wieder aufladen können, der Verstand war gelöscht. Er hätte sie rein transferieren können, dann hätten sie zumindest sich einander gehabt. Zusammen quasi, zu zweit, ja. Weil das Wow war ja dann tot, wir haben es ja umgebracht.
also ich weiß nicht, ob ihr das getan habt, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber ich hab's umgebracht. Und damit waren eh alle Roboter hinüber, alle Menschen, die davon am Leben erhalten wurden, waren tot. Ja. Aber die beiden wären halt noch da gewesen und hätten dann auch nicht mehr mit dieser Hölle haben müssen. Also ich habe deshalb den auch umgebracht, weil diese Hölle halt noch da war. Hätte ich gewusst, dass die später nicht mehr da ist, hätte ich vielleicht nicht stehen lassen. Aber dann hätte er wenigstens noch weiter existieren können, wie auch immer das ausgesehen hätte. Mhm. Ja. Aber sie hätten dann zumindest, vielleicht hätten sie auch versuchen können, irgendwas aufzubauen, um sich, keine Ahnung, zu beschäftigen oder so. Aber man hätte, sie hätten weiter existieren können, zusammen. Ein Körper war noch da. Wäre eigentlich eine schöne Sache gewesen, ja. Und das kam mir halt erst so ganz am Ende, im Nachhinein. Und das fand ich schon ein bisschen noch trauriger. Das hat das Ganze noch trauriger gemacht, weil dieser Simon 3.0 war es in dem Punkt, ja, 4.0 war dann auf der Arche, hat dann einfach da gesessen und wusste nicht, was er tun sollte. Naja, ich meine aber, wenn man nicht allein. Wenn man den Legacy-Scan nicht gelöscht hat von Simon, dann hätte er auch wieder zurückgehen können, einen seiner Legacy-Scans in diesen alten Körper transferieren, hätte dann mit sich selber reden können. Mit sich selber diskutieren können. Für immer. Das hätte ein bisschen Spaß gemacht. Also da hätte ich Catherine aber eine bessere Alternative gefunden. Oder er hätte auch Munchie geholt. Ja, genau. Er könnte auch Munchie oder Burke nehmen, genau, ja, aber genau. Ich meine, ob das die bessere Variante ist. Catherine war zumindest schon mit dem Ganzen da ein bisschen vertrauter. Nee. Wusste, was abging. Und hatte mitbekommen, was abging. Also hätte ich lieber Catherine gewählt, ehrlich gesagt. Aber es stimmt. Ich habe diese Scans nämlich auch nicht gelöscht. Keinen einzigen, meine ich. Ich auch nicht. Burke, um zu gucken, was passiert. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe einen einzigen gelöscht, einfach nur um zu gucken, was passiert. Aber es ist. Aber ich habe definitiv nicht gelöscht und auch nicht Munchie, das weiß ich. Ich glaube, ich habe auch diesen Burke kannte ich halt nicht. Also. Genau, eben. Okay. Habe ich, glaube ich, auch gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ja, nochmal dazu gesagt, also ich habe mich auch dafür einfach nur aus Mitleid, ganz ehrlich, der hat den Anzug nicht gehabt, der wäre da unten verreckt, jämmerlich, und das wollte ich ihm nicht antun. Das habe ich genauso gesehen. Einfach nur aus dem Grund. Ja. Er wäre ja nicht mal verreckt, das ist ja das Schlimme. Er hätte einfach in Angst existiert die ganze Zeit. Das hätte ich viel schlimmer gefunden, als wenn er nur abgekratzt wäre. Ich meine, da unten, da wäre keine Hoffnung gewesen. Das war der einzige Anzug, den hat er nicht. Und nee, das geht ja echt nicht. Den konnte man nicht so da lassen. Da gab es ja aber auch etwas früher schon den Moment. Würde ich gerne wissen. Vielleicht sind wir uns da nicht so einer Meinung. Wo wir diese Information von diesem einen Mr. Vaughn oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, da war so ein Typ, da mussten wir quasi seine Simulation starten und ein bisschen simulieren, damit er uns auch die Antworten gibt, die wir brauchen. Das war Mark Serang übrigens. Genau. Simulation, das war Brandon Vaughn. Vaughn, okay, genau. Und das muss man ja so ein bisschen trickreich machen, damit er uns überhaupt die Antworten gibt. Aber danach lag es wieder an uns, ne? Tun wir jetzt, lassen wir die Kopie jetzt einfach da liegen, so nach dem Motto, da könnte wieder hochgefahren werden und wieder ausgenutzt werden, oder tun wir das einfach löschen? Und das darf ich mir auch wieder ausgenutzt werden. Aber sein Legacy wäre halt noch da. Also die Daten wären noch da. Aber da frage ich mich halt, ich tat mir da noch, da tat ich mir noch ein bisschen noch schwerer eigentlich, weil ist dieses Löschen eigentlich mit einem Tod gleichzusetzen in dem Moment? Oder ist es, ich weiß nicht. Da musst du dich dran erinnern, was Catherine gesagt hat mit dem Multitool, als sie immer ausgeschaltet wurde und dann wieder angeschaltet wurde, dass das so eine Art ist, aus der Existenz zu ploppen und dann wieder rein. Also so ein bisschen so eine Art, die Zeit steht und du kannst nichts tun, aber du bist auch nicht bewusst da. Ja, er hat er war in dem Moment ja eh nicht da. Also, ja, aber indem man die Daten löscht, nimmt man ihm ja das Aufploppen weg und dann, ich weiß nicht, das ist so eine schwierige Thematik. Ja, ist die Frage, ne? Aber ich habe sie nicht gelöscht übrigens. Ich habe sie da gelassen. Einfach aus dem Grund, falls es noch irgendjemand schafft, und man hat es zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, falls noch jemand da ist, falls die Menschheit wieder aufgebaut werden kann oder so, ist er zumindest noch da. Er kann vielleicht wieder existieren. Vielleicht kann er selber in so einen Anzug kommen. Oder das wäre ein bisschen morbide, aber das wird dann später wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. Aber vielleicht hätte er doch noch eine Chance gehabt, was zu tun, auch wenn seine Geliebte eigentlich auch nicht mehr da war. War er leider auch tot. Wusste man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht, oder? Doch, ich glaube, das wusste man schon. Auf jeden Fall, er hätte halt noch eine Chance gehabt. Und das hätte ich halt schon, das war mir immer eigentlich ganz wichtig. Weil ich finde auch, dieses Szenario hat nicht viel Hoffnung geboten im Gesamten. Also auch dieses auf die Arche und yay, wir leben weiter, ja und dann. Ich meine, es wurde nie aufgeklärt, aber theoretisch ist diese Hardware extrem statisch.
Das heißt, man wäre eigentlich immer 100% die gleiche Person. Es gibt keine Entwicklung mehr, in keiner Weise. Und das habe ich auch in meinem Let's Play angesprochen, dass dieser Evolutionsaspekt nicht mehr existiert in dieser illusorischen Welt. Eigentlich nicht. Auf der Arche. Mhm. Weil die Erfahrung eigentlich, und die Erfahrung, die man jetzt halt noch macht, dann vom Verstand. Man kann keine Erfahrung sammeln. Speichermedien sind statisch. Also außer, ja gut, man kann noch ein bisschen was draufschreiben, maybe, aber wer weiß, wie groß der Speicherplatz ist. Irgendwann. Ja, man kann ja noch sehen, wie sie sich zum Beispiel auch noch unterhalten haben, doch, zum Schluss. Ja, aber das macht für mich wenig Sinn eigentlich, wenn man bedenkt, dass eben Speichermedien relativ, also es ist nicht so wie unser Gehirn, das sich komplett umbaut. Aber es ist eigentlich wie eine KI. Irgendwann läuft der voll und dann ist vorbei, dann können die nichts mehr machen, dann ist einfach die Erfahrungslevel erreicht, den sie haben können, dann ist die Kapazitätsgrenze an Speicher erreicht und dann ist fertig, dann können sie nichts mehr machen, das ist keine Evolution mehr, keine Weiterentwicklung mehr in irgendeiner Form. Und weil es nur in dieser virtuellen Form ist, aber ne, was da schon sowieso ein bisschen Evolution. Ja, aber KI ist, aber konnte sich ja auch weiterentwickeln. In dem Fall sind wir ja die KI. Stimmt. Ja, aber wir waren nicht so wirklich. Simon war ja nicht statisch. Simon hatte ja die Möglichkeit, eben seine Hülle zu wechseln. Das quasi. War ja so, ja, aber es war nicht nur, es war auch so ein bisschen, es war sehr, 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 sehr unschön und schlecht erklärt. Es war halt wieder so Mambo-Jumbo, so Science-Mambo-Jumbo, aber in der Theorie war Simon nicht statisch, da er Zugriff auf diesen menschlichen Körper hatte, in dem er steckte. Und das hatte halt schon durch diese Strukturgel, das irgendwie diese Verbindung, diese Biomechanik schaffen sollte, wie auch immer das funktionieren soll, was absoluter Quatsch ist eigentlich, aber war halt diese Variabilität gegeben, die der menschliche Körper eigentlich bietet, im Sinne von Weiterentwicklung des Gehirns und sowas und Umbau des Gehirns und oder der Zellen. Da muss man sich ja fragen, was Weiterentwicklung ist. Ich meine, allein die Gespräche zwischen Simon und Catherine, allein dieser Austausch könnte ja auch schon als Entwicklung gezählt werden. Nein, ich meine was anderes. Ich meine das Sammeln von neuen Erfahrungen und das damit Umstrukturieren der Persönlichkeit. Dass das nicht gegeben ist eigentlich in einer relativ statischen Umgebung dieser virtuellen Welt, und zwar statisch im Sinne von der Speicherung ihres Verstandes, und jeder hatte irgendein Speichermedium, vielleicht war es ein geschertes, also ein zusammengenommenes Speichermedium oder sowas, aber es ist dennoch statisch, diese Speicher ist irgendwann voll. Und was passiert, wenn der voll läuft? Ich meine, die löschen ja nicht irgendwann wieder Erinnerungen von früher, das würde nicht wirklich viel Sinn machen. Was passiert, wenn der Speicher voll läuft, Gary? Ja, dann bricht das Programm ab, dann ist alles tot. Und das heißt, ja, aber das würde ja diese Hoffnung, die sie haben auf Weiterexistenz, total zerstören. Ja, weil dann ist die Hoffnung ist jetzt auch quasi, eigentlich ist es auch nur eine Verzögerung, weil die haben ja auch erwähnt, dass die Arche ja dann halt auch irgendwie auf der Basis noch da irgendwie im Meeresboden, da wird sie, keine Ahnung, wie viel noch Jahre, irgendwie 50 oder 100 vielleicht noch irgendwie halten. Aber halt nur, weil die Energieversorgung irgendwann aufgebraucht ist. Mit den Satelliten dann quasi, ja. Mit den Satelliten dann halt irgendwie circa 1000 oder ein bisschen über 1000 oder so circa. Ja, es kommt darauf an, wie lange die Solarzellen halten. Die halten eigentlich nicht so lange, aber die halten vielleicht 100 Jahre höchstens. Aber ja, die haben halt dadurch, weil sie dann eine stetige Energieversorgung durch Sonnenlicht per se hätten, die Möglichkeit, lange, lange weiter zu existieren. Und ich meine, 1000 Jahre sind besser als 2. Ne, man muss ja auch aus dem Aspekt ein bisschen sehen, aber es stimmt schon, es ist eigentlich Unsinn, weil es war nur ein Aufschub. Es ist keine Möglichkeit mehr da, mehr zu werden. Also es können keine neuen dazukommen. Sie haben ja sogar davon geredet, dass sie andere KI-NPCs im Grunde da reinsetzen wollen. Genau. Und wie intelligent die denn sein sollen oder sowas. Und das fand ich auch so ein bisschen absurd. Das war schon so fast ein bisschen albern, fand ich. Weil das wirst du auf jeden Fall merken, immer. Du wirst niemals denken, dass das wirklich eine andere Person ist und sowas, und ich denke, das würde eher ihr Schicksal noch schlimmer machen. Aber dasselbe ist halt so, wenn dann da 30 Leute drin sind, ich meine, es wurden ja nicht alle gescannt, wie lange es dauert, bis man da sich so gegenseitig anpisst, dass man sich überhaupt nicht mehr sehen will und dann lieber den Tod in Kauf nehmen würde. Es würde sich ja auch irgendwann kommen. 150 Jahre sind eine lange Zeit, 1000 Jahre sind eine viel längere Zeit. Und viel Interaktionsmöglichkeit, wenn man davon absieht, dass der Speicher eigentlich volllaufen müsste irgendwann und es dann sowieso endet. Aber ja, es war halt nicht wirklich ein hoffnungsvolles Szenario in either way. Entweder die Menschheit ist komplett tot oder man lebt in so einer virtuellen Sitsche rum, die vielleicht ganz schön ist für die ersten 1000 Jahre, aber dann ist auch vorbei. Und es gibt keine Möglichkeit, daran was zu ändern. Das fand ich ein sehr, sehr trauriges Szenario insgesamt und sehr, sehr hoffnungsloses Szenario, egal was man tut. Das stimmt, ja.
Das hat aber auch dem Spiel natürlich, das ist dem zugute zu halten eigentlich, dieses Szenario zu schaffen, diese Immersion zu schaffen, dass man so fühlt, dass man darüber sich so Gedanken macht. Das ist eigentlich was sehr, sehr Gutes. Ich fand es generell mutig, wie weit sich Frictional Games mit der Thematik aus dem Fenster gelehnt hat, wenn man sich mal andere Spiele anguckt, die so rausgekommen sind zu der Zeit. Ich meine, das meiste war ja eigentlich relativ simpel, so von der Story her und von der Thematik her. Und dann kam halt Soma und hat da irgendwie schon so ein bisschen alles so auf Ende gedreht. Ja, ich fand das genial. wirklich bewundernswert. Also allein die Dialoge, die da teilweise mit Simon und Catherine zustande kamen, einfach dieses Menschsein, diese Fragen, die da einfach kamen, ich weiß nicht mehr, das war relativ am Ende so, wo er dann auch so gefragt hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlauf, aber da gab es so viele schöne Monologe auch teilweise, auch wenn Catherine gar nichts gesagt hat. Das ist, das hat das Spiel so besonders gemacht. Wo hat man das denn sonst? Also das war wirklich, wow. Ja, das Traurige ist ja, also ich meine, das sind ja nicht Fragen, die schon, die jetzt erst gestellt wurden oder sowas, die sind ja schon 1000 Jahre alt. Klar, aber das ist einfach. Aber wer denkt denn darüber mal nach in seinem Leben? Mhm. Und das ist halt schon schön, dass dieses Spiel einen dazu anregt, eigentlich jeden dazu anregt, wirklich und auch einlädt, sich mal darüber Gedanken zu machen, was bedeutet das eigentlich, ich zu sein? Was bedeutet das, ein Individuum zu sein? Was bedeutet das, wenn jetzt zum Beispiel ein Klon da wäre von mir? Carter ist dagegen sehr entgegen dem. Ich fände es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn noch jemand anders existieren würde, der auf meinen Persönlichkeitsmustern beruht, weil ich war noch nie jemand, der so die Individualität verfechtet hat und so darauf bedacht war. Aber das ist halt nur meine Einstellung dazu. Und jeder denkt darüber anders. Bin ich eigentlich auch nicht. Also ich bin eigentlich auch niemand, der jetzt sagt, so ja, Individualität über alles etc. pp. Aber ich bin einfach ein schrecklicher Mensch. Ich würde nicht wollen, dass sowas zweimal in der Welt rumläuft. Dich darf es nicht zweimal geben. So, das ist natürlich so eine Sache, ne? Was für Serienkiller doppelt da sind. Aber, ja, richtig. Ja. Überleg dir das mal. Ich meine, überleg mal. Nicht, dass ich dich damit vergleichen möchte jetzt. Nein. Auch du, wer weiß. Überleg mal, es geht um einen Scan von keine Ahnung, Ed Gein. Oder, wie heißt der Typ? Charles Manson. Ja. Würde man das wollen? Das ist eben genau das Problem. Scan oder Klon, ich meine. Ja, oder Klon. Spielbar, weil den kann man löschen. Ein Klon ist nicht ganz so einfach, der kann sich nämlich wehren. auf jeden Fall. Das ist eine schwierige Sache. Wer ist es überhaupt wert, doppelt da zu sein? Da sind wahrscheinlich sehr, sehr wenige Menschen dabei, die das wert wären. Sehr, sehr wenige Menschen. Aber das ist ein schwieriges Thema, ja. Das stimmt. Ja, Soma ist in seinen Entscheidungen allgemein ein schwieriges Thema. Es gab noch so einen schönen Moment, ich denke, wir werden uns da relativ einig sein, aber ich will es natürlich trotzdem fragen, dieser Moment, wo wir gegen fast Ende des Spiels den letzten Menschen gesehen haben an der Maschine und so. Und natürlich war es wieder unsere Entscheidung, schalten wir die verdammte Maschine ab oder nicht. Was waren da so eure Gedanken dabei? Sie hat lange Arme, sie kann den Knopf selber erreichen. Ja, das ist die pragmatische Antwort, ja. Nein, das habe ich nicht wirklich gesagt, aber ich kam mir auch durch den Kopf. So, sie sitzt daneben, wenn du unbedingt sterben willst, okay, bitte. Nee, aber eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, man hat sie ja da erstmal aufgeklärt, außer dir gibt es keinen mehr. Das hat sie ja erst in dem Moment realisiert und dann hat sie gedacht, okay, ja, ich gebe auf. Sie hätte dann immer noch auf den Knopf hauen können. Da sind wir noch daneben. Aber vielleicht war sie halt einfach zu dem Zeitpunkt halt schon so schwach und hätte quasi nur von der Maschine am Leben halten. Das kann natürlich wirklich sein, ja. Die war ja auch schon sehr ausgedörrt, wie auch die anderen, die man so gefunden hat. Das kann natürlich sein, das stimmt. Da hat man leider auch keine Informationen zu bekommen, finde ich schade. Ich habe lieber mehr Informationen als weniger. Aber ich habe sie am Ende gehen lassen, ja. Ich habe die Lebenserhaltung abgeschaltet. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, da sind wir uns alle einig, weil ganz ehrlich, was hätte sie noch gehabt? Also ja, eben. Es war, vor allem es war ihr Wunsch. Es war ihr Wunsch vor allem. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen. Genau. Das hat's eigentlich. Ja, ich habe mir dann auch gedacht, so, okay, was bleibt? Sie ist der letzte Mensch. Sie ist per se gerade nicht wirklich bewegungsfähig, wie es aussieht. Sie kann dann noch ein bisschen reden. Sie hat niemanden zum Reden. Es bleibt ja nichts mehr. Sie schaut nur noch auf irgendwelche Fotos der leider komplett zerstörten Welt, der brennenden Welt, die man später ja gesehen hat. Und was bietet sich ihr noch? Und da ist eigentlich das Ende die beste Wahl gewesen, finde ich. Wer weiß, wie lange die Lebenserhaltung sie noch am Leben gehalten hätte. Irgendwann wäre auch die Energie aus gewesen, dann wäre sie auch gestorben. Ich meine, früher oder später, ne? Ja. Und ich weiß nicht, da ist es vielleicht in dem Zustand wirklich besser, es vorher zu beenden. Genau. So ging es mir dabei.
Auch aber interessant, dass wir da so gleich sind. Also so gleich entschieden haben. Das ist auch nicht immer so. Gut, ich denke, dass das darauf zurückzuführen, weil es ihr Wunsch war. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Aber auch, es ist, aber trotzdem, wenn man es global sieht, ne, wir haben den letzten Menschen auf der Welt getötet, wenn man sich das so sagt. Ja. Das ist so. Oh. Das war so traurig eigentlich. Ja. Aber ich fand es schon traurig, dass sie der. Ich fand es eigentlich noch viel trauriger, dass sie der letzte Mensch überhaupt war. Ja. Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass noch welche existieren, die vielleicht was tun können, ja, wenn man, das Wow weg ist. Man kann ja gar nicht mit Gewissheit sagen, dass sie wirklich der letzte Mensch war. Ja, das war nur ihr naja, dafür, dass wir alle anderen Stand. Entweder als Roboter oder als Leichen gefunden haben. Ich meine auf der Oberfläche. Ja, ach so. Das habe ich mir auch noch nach. Das habe ich mir auch gedacht später, ja. Weil unterirdisch ist ja trotzdem eine Überlebenschance da. Ja, nicht habe ich mir auch so jetzt noch überlegt, eben eigentlich noch so quasi noch während jetzt gerade des Podcasts noch so, habe ich auch überlegt, es wäre auch halt eigentlich möglich, dass sie halt auch welche überlebt haben, weil ich sag mal, klar, die ganzen Hauptstädte, die wurden halt getroffen, beziehungsweise die Verbindung ist halt abgerissen, das heißt, von der Station aus mussten sie halt sehen und auch von den Nachrichten, man auch sehen konnte, auch dem Frachter noch, das da noch lief, da auf dem Fernseher, dass halt schon Großteile zerstört worden sind und dann auch durch die ganzen Berichte dann halt gehört hat, aber dass gegebenenfalls noch vereinzelt Personen überlebt haben, ist halt nicht auszuschließen. Ist möglich, ja. Vor allem ist das aber auch dadurch möglich, dass man, also aber auch irgendwie ein bisschen komisch, weil man gesehen hat, dass der Meteorit wohl eingeschlagen ist in Europa, also oberhalb von Skandinavien, so Europa-Polarmeermäßig in der Region. Das hat man gesehen, also nee, nicht Skandinavien, nicht oberhalb von Skandinavien, ich glaube westlich von Skandinavien, so Nordsee-mäßig in der Richtung dort. Ich glaube, dort war es eingezeichnet auf der Karte, die man gefunden hat, in dem Dom, wo man das erste Mal gemerkt hat, dass man eigentlich in einem Tauchanzug sitzt. Ja, der eingebrochen wurde. Weil er geflutet wurde, euch daran zu erinnern. Mhm. Dort hat man es auf der Karte gesehen, wo der Einschlag gewesen sein soll oder voraus berechnet wurde, nämlich in grünen Fäden, die da drin waren. Und das war bei Skandinavien. Aber man hat am Ende gesehen, dass Nordamerika gebrannt hat. Ich meine, es war Nordamerika, das da gebrannt hat. Und es hat aber auch nicht ganz gebrannt. Der obere Teil, Kanada-Region, war eigentlich, also hat zumindest nicht gebrannt. Ich frage mich, warum Nordamerika überhaupt gebrannt hat. Wenn das Ding in Europa eingeschlagen ist, dann wäre da eigentlich nicht so viel hingekommen. Es gab ja nie eine Information darüber, wie groß der Meteorit war. Eben, ja. Wie groß, wie schnell, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Faktoren. Genau. Deswegen, vor dem Einschlag konnten sie sich die Ausmaße vielleicht auch nicht wirklich ausrechnen und so. Da sind sie halt vom Schlimmsten ausgegangen, klar. Aber dann ist ja die Kommunikation abgebrochen. Dann wussten sie ja auch nichts mehr weiter. Ne? Eben. Deswegen, es ist möglich, dass noch jemand überlebt hat. Ja. Das stimmt. Theoretisch. Und sie konnten ja auch nicht raus. Sie konnten ja auch nicht einfach weg. Sie konnten nicht wieder zurück auf die. Aber halt auch so eine Sache ist, dass halt auch, wäre da jetzt zu groß gewesen, der Meteorit, dann. Auch unter Wasser, sag ich mal, in gewisser Art und Weise, der hätte alle auch zerstört sein müssen. Ja, durchaus. Wenn dann der groß genug war, dann ja. Dann kommen wir das zu der Frage, wann ist das ein Meteorit und wann ist das ein Planetoid? Wow. Sehr größendefinitionstechnisch hält. Aber ich meine, wenn ein Meteorit 10 Kilometer Ausmaße hat und mit 10, ich glaube, Metern pro Sekunde auf die Erde fällt. Und dann ist nicht mehr viel übrig. Doch. Aber dann ist komplett Europa zerstört, sofern es Wien trifft. Das habe ich nämlich jetzt noch im Wiener Museum gesehen. Da gibt es eine schöne Berechnung dazu. Also da hat man das wirklich bildlich dargestellt gesehen. Bei 1 Kilometer Ausmaß ist ganz Wien-Raum zerstört und bei 10 Kilometer Ausmaß bei 10 Metern pro Sekunde war es, glaube ich, wenn er auf die Erde trifft. Das sind, ich weiß gerade gar nicht, 10 Meter pro Sekunde, 130 Kilometer pro Stunde oder sowas? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, oder aber 1,6 oder irgendwie sowas ist die Umrechnung von Meter pro Sekunde, Kilometer pro Stunde oder sowas. Auf jeden Fall kann man nachrechnen. Könnt ihr im Internet nachschlagen, Leute, googelt. Auf jeden Fall, wenn der einschlägt, dann ist ganz Europa weg. Also ganz Europa ist ein riesiger Krater. Mhm. Aber der Rest der Welt ist dadurch noch kein Krater und auch nicht am Brennen. Deswegen war das auch so ein bisschen iffy. Oder zumindest nicht notwendigerweise ist er dann am Brennen. In Soma und, haben sie sich vielleicht bewusst zurückgehalten, damit man es einfach nicht weiß, ne? Was ist jetzt? Ja, definitiv. Ist genau, ne? Definitiv. Mhm. Das war auch, weil das halt sehr wissenschaftlich halt auch anfechtbar wäre, was dann da ist, weil das auch nicht so ganz so klar ist. Die Berechnungen sind da und so, aber was halt wirklich passiert, ist halt noch nicht passiert, glücklicherweise. Ne? Deswegen. Nee, man muss ja aber auch sehen. Die wollten sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also das muss man den Entwicklern natürlich auch eingestehen, dass sie sich da auch selber ein bisschen abgrenzen müssen und dass sie nicht dauernd von irgendwem angepisselt werden können davon, der Ahnung hat oder so. Da gibt es ja auch viele Leute, die das mittlerweile machen, warum ja auch Computerspiele mittlerweile eine sehr fundierte Basis haben müssen, finde ich schon. Weil es halt wirklich Leute gibt, die sich auskennen, die das auch spielen.
Also Entschuldigung, aber das halte ich für absoluten Bullshit, dass Computerspiele eine fundierte Basis haben müssen. Ja, ich finde schon. Also gerade, das kommt aufs Thema an natürlich, aber ich finde schon, dass eine gewisse Basis da sein muss. Kommt halt darauf an, wie man drauf... Ne? Ja, also, aufs Thema jetzt. Aufs Thema. Ja, warum da kein Problem... Ja, eben, wenn es viel nein, deswegen habe ich ja da hinzugefügt, dass es auf einen bestimmten Punkt bezogen sein muss. Fantasy-Games, die total irgendwie was anderes darstellen wollen oder so, eine Fantasiewelt oder sowas, ist völlig klar. Das sage ich auch nicht, dass die fundiert sein müssen, also bis auf die geringsten Gesetze der Physik oder sowas, aber also ich will schon, wenn ich springe, dass ich nicht 50 Kilometer hochspringen kann, außer das Setting ist wirklich so dargestellt, dass das sein muss, aber ne? So ein bisschen Realität hätte ich dann schon gerne in einem Computergame. Einfach um mich besser immersieren zu können. Aber ich meine nur, auf sowas wissenschaftlich doch, also das auf so vielen Dingen beruht, die wissenschaftlich doch sehr, sehr nachgeforscht werden, da muss es schon so eine gewisse Basis geben, finde ich, weil sonst spricht das alles, sonst zerbricht diese ganze Welt, die da kreiert wird, einfach, löst sich einfach in nichts auf. Das ist so, wie wenn die Matrix einen Fehler hat, finde ich. Weil man will ja sich ein bisschen einfinden in sowas. Man will ja so ein bisschen sich fühlen, als wäre man selber dabei, damit man auch ordentlich reagieren kann, wie man auch reagieren würde. Und das würde sonst, für mich, würde die Welt dann ein bisschen zerbrechen dabei. Und ich könnte es nicht mehr wirklich ernst nehmen. Und das fände ich schade. Also deshalb sage ich, es braucht eine fundierte Basis. Ich weiß, woher du das sagst, Chaoskarte, dass das nicht so sein muss, aber... In vielen Spielen finde ich eine fundierte Basis schon recht wichtig. Nein, ich finde einfach, es limitiert die Ideen. Das ist alles. Muss nicht unbedingt sein. Nein, wenn jemand sagt, eine fundierte Basis muss da sein. Aber das ist off-topic, völlig egal. Nein, ja, wie gesagt, Fantasy-Games und sowas ist was anderes. Aber ich meine nur so Games, die sich mit solchen wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, wie einem Meteoriteneinschlag, wo man ja wirklich Berechnungen anstellen kann. Ja. Mit... Gut. Keine Ahnung, Sternsystem oder sowas, da ist schon klar, wenn dich auf einmal die Sonne um die Erde dreht, dann ist was falsch. Tut mir leid. Ich sag's mal so. Gegen jedem Bekannten. Ja, nein, also ich verstehe beide Seiten. Ich sag's mal so, also Armageddon, kennt ihr vielleicht mit Bruce Willis und so, wenn der kurz vorm Erdeinschlag den Kometen explodieren lässt und dadurch die Welt gerettet ist. Okay, mag nicht realistisch sein, aber ich habe meinen Spaß gehabt. Also ich sehe das relativ locker, möchte ich meinen. Richtig ist, was Spaß macht. So ist es einfach. Ja, eben. Ja, aber auch eben. Nicht nur, finde ich. Und ja, bei Spielen aber schon, das finde ich noch, das finde ich aber noch fast akzeptabel. Es ist wirklich was viele Leute auch wirklich stört. Aber wenn jetzt die Erde auf diesen Steinkörper zugeflogen wäre, hätte ich mir schon Gedanken gemacht, hätte gesagt, Leute, das kann irgendwie nicht sein. Also ich meine so, ich sag ja nicht, dass alles 100% stimmen muss. Man hat da ja noch künstlerische Freiheiten in gewissem Maße. Aber es muss zumindest so, die grundlegenden Gesetze müssen drin sein, weil sonst kann ich mich nicht mit dieser Welt identifizieren. Ja. Wenn auf einmal die Geometrie aussetzt oder sowas, tut mir leid, dann ist vorbei. Dann habe ich auch keinen Bock mehr da drauf, weil da kann ich mich auch nicht da einfinden, wirklich. Warte, wenn ich das so wörtlich nehme. Wohlgemerkt in diesem Themenbereich. Das bedeutet aber, dass zum Beispiel bei Stellaris, ja? Jetzt mal als Beispiel. Angenommen bei Stellaris würden sich die Sonnen um die Planeten drehen. Das heißt, du würdest das Spiel dann echt total scheiße finden, wenn der Rest genauso wäre, wie er ist. Das wäre ein unglaublich großer Kritikpunkt für mich. Alter Schwede, du hast echt Probleme, Gary. Doch, weil das jede wissenschaftliche Erkenntnis widerspricht. Also beziehungsweise, es stimmt auch nicht ganz, angeblich kann man auch genauso gut berechnen, dass die Sonne sich um die Erde dreht und das würde alles genauso aufgehen, es wäre nur unendlich viel komplizierter. Und von daher gehen wir halt von Occam's Razor dabei aus, abgesehen von bestimmten Beobachtungen und sowas, die wir noch gemacht haben, die das auch in gewisser Weise unterstützen. Aber note to self, wie wir mit Wissenschaftlern diskutieren. Nee, aber es ist wirklich was mich stören würde, weil es reißt so raus einfach. Es könnte, weil ich will, gerade auch sowas wie Stellaris, das ist für mich schon eine Art Simulation im gewissen Maße. Und da will ich halt auch eine ordentliche Simulation haben und nicht Bullshit. Also nicht wirklich einfach irgendeinen so kranken, keine Ahnung, Fiebertraum-Scheiß haben, der einfach absolut keinen Sinn macht und wo ich keine ordentlichen, und darum geht's mir auch, keine ordentlichen Annahmen machen kann. Weil wenn ich sowas spiele, brauche ich gewisse Annahmen, die ich machen kann, damit ich das Spiel verstehe, damit ich weiß, was das Spiel von mir will. Und wenn ich die nicht machen kann, dann habe ich keine Ahnung, was im Spiel vorgeht und dann ist das einfach wirr und dann kann ich damit nichts anfangen. Gut, es mag ein bisschen auch meine Ansicht sein, aber das ist halt so ein bisschen, worauf ich auch... Wir verlieren uns gerade ein bisschen thematisch. Ja, genau, oft ein bisschen. Deswegen, ich wollte noch eine Frage stellen, okay. Darf ich ganz kurz? Ja, gerne. Wir haben ja erfahren, dass wir ein Roboter sind. Wann ist euch das erste Mal bewusst geworden?
Wann habt ihr das erste Mal drüber nachgedacht? Also, ich habe schon relativ früh darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, ja. Weil, ganz ehrlich, dieser Zeitsprung allein, ja. Der war schon sehr merkwürdig. Ja, aber gut, den Zeitsprung hast du erst sehr spät erfahren davon. Also ja, am Anfang war ja nicht wirklich klar, dass ein Zeitsprung passiert ist. Das hat irgendwie nicht gepasst. Sind wir jetzt, keine Ahnung, sind wir irgendwie 100 Jahre in die Zeit gereist oder so, so kam es einem vor, ne? Aber natürlich, ich war skeptisch, aber so richtig natürlich ist es mir erst aufgefallen, als ich in den Spiegel geguckt habe. Sci-Fi war es jetzt nicht, finde ich. Ja, also zum Beispiel bei mir war es halt auch erst so, ich habe teilweise auch erstmal gedacht, dass es so ein bisschen, also ich habe über die Möglichkeit nachgedacht, dass halt auch einfach alles eine Art Simulation sein könnte. Mhm. Aber bin dann halt auch, ja, dann doch recht schnell dazu gekommen, dass man dann halt auch letztendlich dann halt auch ein Roboter ist. Aber das war also halt auch schon recht weit am Anfang dann doch. Ja. Ja, ich hatte den Verdacht kurz vor Karl, also ein Stück vor Karl, also so, als wir so das erste Mal mit diesen Robotern in Kontakt kamen, in dieser Wartungshalle. Ja. Und der dann auf einmal weggerannt ist, habe ich so gedacht, so, oh Moment. Wenn der Roboter auf einmal weg ist, was übrigens sehr viele Leute überhaupt nicht gecheckt haben, dass er auf einmal weg war. Die meisten haben den gar nicht gesehen und plötzlich war da nichts mehr und die haben es trotzdem nicht gecheckt. Okay. Da gab es doch auch. Ist mir schon aufgefallen, ich hatte verdammt Schiss, dass der auf einmal um die Ecke kommt und mich abmurkst oder so. Aber ja. Da habe ich mir das erste Mal gedacht, so, Moment. Da gab es doch auch dieses eine Gespräch, ich weiß nicht mehr mit wem, wo Simon gemeint hat: Ja, hey, du bist doch in diesem Roboteranzug hier und. Der meinte dann, du meinst, du siehst besser aus? Oder so ähnlich so, ne? Ja. Das war mit Karl. Nee, das war mit Karl. Das war mit Karl, ja. Okay. Karl Semken, ja, der Erste, den man wirklich gesprochen hat, der auch ein Roboter war. Das und der war eigentlich da schon festhing. So ein Indiz. Ja, das war eigentlich das größte Indiz. So, ich sehe aber meine Hände hier oder sowas, hat er doch gemeint. Ja. Also, hallo, ich habe doch Hände, siehst du das nicht? Und dann so, ja, du siehst aus wie ein Roboter. Mhm. Und da habe ich mir direkt gedacht, da war ich sicher, dass wir ein Roboter sein müssen. Oder zumindest, da war der Verdacht so fest, dass ich eigentlich schon kaum, dass es kaum unumstößlich für mich war, weil wir haben ja kurz vorher noch seine Hand gesehen, die halt, also eine normale Hand einfach, so ein normaler Arm, unbedeckt von Kleidung oder sowas haben wir ja gesehen, wie er, ich weiß nicht, was wir da genau gemacht haben, aber irgendwas haben wir da gemacht, wo wir die Hand gesehen haben. Ja. Und da habe ich dann gedacht so, wir haben unsere Hand auch als normal gesehen, das heißt aber nicht, dass das dann wirklich so ist, weil das Gehirn, ne, modelt das gerne um, weil wenn es dabei nicht klarkommt, Und da war es für mich eigentlich schon fest, dass wir ein Roboter sind. Da habe ich es erstmal auch direkt, das glaube ich, laut gesagt, so Leute, wir sind Roboter. Das kann nicht sein hier. Am Ende kommt so ein Scheiß dabei raus. Ja, die Theorie hatte ich auch schon ein bisschen früher gehabt, aber ja, sicher wurde es dann, als wir in den Spiegel guckten. Dann ja, das war ja die ultimative. Klar. Ja, und dann die Musik dazu. War auch sehr schön. Das war die Inszenierung einfach, das haben sie drauf, ne? Ja. Das ist diese Momente, diese kurzen Momente einfach. Oh. Ich fand es nur schade, dass der Spiegel nicht vorher schon wie ein Spiegel agiert hat, sondern erst als man reingegangen ist. Ja. Aber das war so ein bisschen performance-lastig. Ja, sonst. Und ja gut, dann aber haben sich das halt gespart. Hat aber ist auch halt, irgendwie gewirkt. Also man muss erst rangehen und. Man ist halt auch ein bisschen limitiert auch in seinen Sachen, also ich bin mir nicht sicher, ob das so 100% einfach nur gewollt war oder ob es wirklich auch Performance-Gründe hat oder sowas. Ja. Wer war das bei dir, Carter? Du hast mir nichts dazu gesagt. Gute Frage, also ich glaube so richtig offensichtlich und offiziell realisiert habe ich tatsächlich erst, als man sich dann im Spiegel gesehen hat. Weil, ich meine, das war ja dann eigentlich so die absolut endgültige Bestätigung für die ganzen Theorien, die man vielleicht vorher schon gehabt hat. Klar, das war ja da definitiv, da sollte man das in the face kriegen. Ja. Einfach so ein, hey, du bist ein Roboter, herzlichen Glückwunsch. Und dann was ich viel schlimmer fand, war dann bei dem Scan, als wir dann gemerkt haben, oh, wir sind eigentlich eine Frau, die keinen Schädel mehr hat oder nur noch die Hälfte davon. Und unser Zeug ist einfach da reingestopft worden, so diese Augen und der Lautsprecher. Herzlichen Glückwunsch. So ist es, ja. Großartig. Das fand ich schon ein bisschen sehr creepy. Und dann war das auch noch eine gute Freundin von Catherine und ich dachte mir so, oh, scheiße. Das ist echt unschön. Aber gut, das war ja eigentlich schon fast klar, als wir ihr Multitool gefunden haben. Das war doch, glaube ich, genau das von der Person, oder? Das Multitool. Ich meine schon. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß den Namen. Kann sein. Ja. Die Person war Imogen Reed. Imogen Reed, ja, doch, das war ihr Multitool. Also das war die erste von das war die erste, genau. Ja, ich glaube, das war sogar ihr Multitool, das wir gefunden haben. Also eigentlich schon sehr krass und man hat eigentlich den Hinweis schon bekommen, hey, du bist Imogen Reed. Und man wusste es halt nicht, weil man halt nicht sicher sein konnte, man hat ja nichts gesehen und sowas und die Anzüge waren ja auch sehr unisex, also man hat ja auch nicht irgendwie männlich oder weiblich unterscheiden können. Genauso auch bei den Leuten später, die präserviert wurden,
da war halt alles Fett abgebaut, alle Haut eingefallen und sowas. Also da hat man auch nicht mehr viel erkannt, was männlich und was weiblich war. Da hätte man schon die Knochenstruktur untersuchen müssen und dafür waren sie noch ein bisschen zu lebendig. Hm. Und Gary Regel. Aber schon sehr cool. Ja. Aber, kann man auch machen. Ich meine, die hatten jetzt nicht mehr wirklich ein Leben. Aber mal apropos Catherine, wenn wir jetzt wieder relativ zum Ende der Story gehen, da haben wir ja auch das Ende von Catherine erlebt, also von der menschlichen Catherine meine ich jetzt, was ich persönlich unglaublich unnötig und traurig fand, weil ganz ehrlich, in so einer verzweifelten Welt mit dieser Wow und wo sie auf sich aufpassen müssen, die letzten Menschen, und dann passiert noch so ein unschönes Missgeschick und Catherine totale Überzeugung einfach, dass sie die Arche da noch hochbringen will, so nach Masterplan, und die anderen total dagegen. Ich habe mich innerlich sehr, sehr aufgeregt in dem Moment, wo man diese letzte menschliche Erinnerung von Catherine gesehen hat. Wie habt ihr das so empfunden? Bitte, Shepard, Chaoskarte. Ja, ich fand das ähnlich. Also, da ist halt auch die Frage. Ich meine, war es tatsächlich ein, in Anführungsstrichen, Unfall? Oder hat der Typ gesagt, so der Alten hau ich jetzt die Birne ein? Das war halt. Also, von der Aufzeichnung klang es eher nach einem Unfall. Aber klang eher nach einem Unfall. Ich habe einfach diesen Widerstand. Ja, er wollte sie trotzdem niederschlagen. Ich habe diesen Widerstand nicht verstanden. Warum waren sie so gegen Catherines Plan in dem Moment? Das verstehe ich einfach nicht. Naja, das habe ich schon gut verstehen können, weil halt unglaublich viel schief gehen konnte. Aber, ich meine, es hätte ja auch sein können, dass dieses Ding verdampft. Natürlich hätte das sein können. Aber wo ist Plan B? Ich meine, was haben sie zu verlieren gehabt in dem Moment? Ich verstehe das nicht. Naja, sie hätten halt immer noch, das war ja dann der Plan. Sie haben es dann halt stehen lassen und dann hätte es immer noch 60 Jahre oder so bestanden. Ja, und dann? 60 Jahre sind besser als gar nichts. Das ist kein Plan. Ja, nee, aber das ist halt so, dass sie wollten halt nochmal drüber nachdenken und wollen gucken, wie sie das sicherer machen können. Das haben sie zumindest gesagt. Ja. Im Endeffekt war das ja hinfällig. Also, aber es war im Grunde dann die Überlegung, okay, wenn das Ding verdampfen kann, es könnte da draußen 1000 Jahre überleben, die Chance ist aber nicht sehr hoch, dass es das schafft, dann nehmen wir lieber die sicherere Variante, die 60 Jahre oder 50 Jahre oder whatever. Also, ich meine, ausgehend von der Aufzeichnung, die man gefunden hat, war es halt ein extrem tragisches und unnötiges Missverständnis. So. Ja. Es war so unnötig einfach. Es ist aber so typisch, weißt du? Ja. Und das, ich fand es sehr ironisch und traurig zugleich in dem Punkt, weil sie wollte ihre Mitkollegen, also ihre Kollegen alle retten und wollte ihnen noch eine Hoffnung geben. Und dafür ist sie von ihnen getötet worden. Und das ist schon, und Shepard ist gerade verschwunden. Ja, Shepard ist weg. Okay. Ich habe wahrscheinlich gerade Internetprobleme, da kommt sie ja gleich wieder. Bestimmt. Aber sie wollte halt allen helfen und hat dafür noch, ist dafür noch umgebracht worden. Ja. Und das fand ich so traurig. Das ist so eine Drecksironie, ganz ehrlich, weil das hätte man nicht mehr gebraucht in der Welt. Und das einfach so, weil sie eh keiner wirklich gemocht hat, weil sie halt ein bisschen zurückhaltender war, ein bisschen auch zurückgezogene Person war. Ja. Stimmt. Was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde, aber was viele Leute halt als sehr schlimm empfinden. Richtig. Und sehr befremdlich und sowas, das kann ich nicht wirklich verstehen, aber das hat halt vielleicht auch noch mitgespielt, dass es dann nicht mehr ganz so tragisch war für die. Und das finde ich halt auch sehr schade, weil das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich kam damit nicht ganz so klar, ich fand das ein bisschen doof. Das ist einfach nur traurig, das war unnötig, ganz ehrlich. Ja. All die anderen sind, keine Ahnung, mutiert oder was mit dem passiert ist, und ausgerechnet Catherine, die man von Anfang an kennt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe ja, wir hatten ja nicht nur mit Catherine Kontakt, sondern auch mit diesem Ross. Und ich habe mir da so zeitweise so gedacht, jetzt redet Ross mit uns, und der hat da anscheinend auch ganz wichtige Ambitionen. Und also mir ging es so, ich habe so einen gewissen Moment Catherine ein bisschen misstraut, weil sie stellenweise so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen unmenschlich wirkte, so in gewissen Momenten, wo man einfach, wo gerade Simon halt sich immer diese Selbstzweifel, diese ethischen Gedanken hatte, und Catherine war da so ein bisschen abgebrochen und wurde, ja komm, für das große Ziel, mach weiter. Also ich tat mir da immer so ein bisschen schwer, so im Mittelteil ungefähr manchmal. Catherine hat es objektiver gesehen einfach. Ja. Ja, und vor allem, weil sie ja offensichtlich auch mit dem, was sie vorher war, mit ihrer vorangegangenen Existenz nicht so mega glücklich gewesen zu sein scheint. Ja. Weil sie halt ausgegrenzt war wegen ihrer Art. Das meine ich ja. Auf ihren Tod bezogen, aber da gab es ja noch die anderen Szenen, wo sie auch relativ kalt gewirkt hat. Von wegen, es ist nur ein Roboter, den du da umbringst, ist doch egal. Mhm. Also, naja, wenn du mich. Obwohl da halt ein menschlicher Verstand drin war, der halt. Ja, und eben das, das war bei immer Delta so ein bisschen. War das zum Beispiel. Hättest du mich ausreden lassen, hättest du gewusst, dass ich genau darauf raus wollte. Danke. Bitte entschuldige.
Sag es ruhig nochmal, es tut mir leid, ich wollte nicht. Nein, ist schon gut, du hast das jetzt ja eh schon gespoilert. Danke übrigens. Es tut mir leid. Übrigens hatte man bei Delta aber auch zwei Möglichkeiten, wusstet ihr das? Also man konnte entweder den Roboter töten, also entweder diese ED-Verschnitt, also aus, wenn ihr Fallout New Vegas kennt. Mhm. Carter kennt das ja, aber ich weiß nicht, ob du das kennst schon. Also diesen Roboter, der uns geholfen hat, der diese Dingsarbeiten gemacht hat, Schweißerarbeiten für uns, der also die Tür aufgeschweißt hat oder sowas, den konnte man erledigen, um an den Chip zu kommen. Oder man konnte, genau, diese Arbeitsdrohne, oder man konnte den anderen umbringen, der aber einen menschlichen Verstand in sich hatte. Wen habt ihr umgebracht? Ja, ich habe die kleine Arbeiterdrohne umgebracht. Wirklich? Oder? Warte mal. Nee, stimmt gar nicht. Moment, nicht. War ich falsch. Willkommen zurück, Chef, übrigens. Ja, du bist ja wieder. Ich hab eben deswegen, weil der war so knuffig, der hat mir geholfen, ich konnte ihm nichts tun. Aber der andere, der hat so menschlich gewirkt. Wenn man jetzt so neutral drüber nachdenkt, ist das irgendwie total verkehrt, was man gemacht hat, ne? Ja, eben. Aber irgendwie trotzdem. Das Ding ist, der Kleine hatte auch, man hat die Pläne von dem ja gefunden und da stand auch drin, dass der eine hundeartige Intelligenz nur hatte. Also war er auf jeden Fall der am ehesten zu Entbehrende, aber trotzdem hat man zu dem mehr eine Beziehung aufgebaut, ja, weil er einem halt geholfen hat. Das ist so falsch, so, ne? Oh. Ja. Ich bin wieder da, hatte gerade irgendwie Verbindungsprobleme. Ja, wo war der jetzt gerade stehen geblieben? Bei welcher Frage? Wir sind schon ein bisschen weiter gesprungen. Wo Idi oder Nummer 5? Ich höre Nummer 5. Ja. Wie böse, wenn du jetzt auch noch sagst, ich habe Nummer 5 getötet. Oh mein Gott. Nein. Der Arme. Nee, also wir haben bei Delta, wo wir die Wahl hatten, entweder den kleinen Arbeitsroboter mit dem Schweißgerät zu töten oder den anderen, der durchgedrehter menschlicher Verstand, da habe ich auch den durchgedrehten, den größeren Roboter auch gekillt. Mhm. Aber das ist halt auch die Frage, haben wir ihn getötet, weil er durchgedreht war, oder haben wir ihn getötet, weil er nicht dieser kleine Hilfsroboter war? Die Frage ist, haben wir ihn überhaupt getötet? Ja, wir haben seine Existenz beendet, also im Grunde schon. Das sind so schwierige Fragen, ne? Ja. Aber er hat danach nicht mehr weiter existiert, insofern haben wir ihn in gewisser Weise getötet. Shepard, die Frage, die du auch halb verpasst hast, ist das Ende von Kathryn, wo wir gerade noch drüber geredet haben. Wie wir das so empfunden haben. Vielleicht wolltest du dazu noch was sagen, weil wir haben es ja da liegen gesehen, ne? Und das war dann halt ausgerechnet bei ihr ironischerweise menschliches Vergehen, weswegen sie gestorben ist. Und ja, wie fandest du das? Es ist schon natürlich tragisch, die Tatsache, dass er halt auch in der Umgebung halt als bei den ganzen Monstern halt auch als einzige durch Menschenhand umgebracht worden ist, wobei ich das schon eher mal wie einen Unfall wirklich gesehen habe, dass sie nicht vor zu töten, aber ich denke mal, dass bei den Raccoonern halt doch schon ein bisschen hart von Panik und Angst war, dass es halt fehlschlägt und die ganze Situation nochmal überdenken wollten, vielleicht eine Methode finden, das sicherer halt einfach, also halt die Arche halt sicherer halt in die Umlaufbahn zu bekommen und diese Chancen davon halt zu erhöhen und wollten halt nicht übereilt teilen und handeln und hatten halt einfach Panik oder Angst, dass es nicht klappt und deswegen halt diese Art Kurzschlussreaktion, die dann halt in diesem Unfall und Tod von Kathryn geendet hat. Ja. Das stimmt. Denke ich auch.